Herzlich willkommen zum Food Adventskalender 2020. Wir öffnen Türchen Nummer 9 und finden hier ein wunderschönes Set aus der bunten Welt des Backens von Städter. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video von meiner lieben Amandine. Wie ihr am Intro schon gesehen habt, gibt es auch in diesem Jahr wieder den Food Adventskalender 2020. Viele tolle Foodtuber haben sich zusammengetan, um euch im Dezember jeden Tag bis Weihnachten mit einem tollen Rezeptvideo zu versorgen. Und mein Beitrag sind diese leckeren Orangen-Marzipan-Plätzchen. Also wo sind alle Marzipan- und Makronen-Fans? Richtig lecker! Ich zeige euch jetzt die Zutaten und die genauen Mengen findet ihr wie immer direkt unter dem Video in der Videobeschreibung. Wir brauchen Marzipanrohmasse, Puderzucker, ein Eiweiß, Vanillepaste und den Abrieb von einer Orange, dann etwas gehobelte Mandeln und später zum Überziehen dunkle Kuvertüre. Die dunkle Kuvertüre brauchen wir also erst später und auch die gehobelten Mandeln brauchen wir erst gleich zum Wälzen. Und aus allen anderen Zutaten mache ich jetzt eine Masse. Ich vermenge jetzt einfach alles hier direkt auf meiner Arbeitsfläche. Das wird eine recht klebrige Masse, also nicht wundern. Ihr könnt das aber zum Beispiel auch in der Küchenmaschine machen. Die Masse ist jetzt ziemlich klebrig, das ist total normal und das ist übrigens die gleiche Masse wie für klassische Mandelhörnchen wie vom Bäcker. Die habe ich euch ja vor einigen Jahren schon mal gezeigt. Nur, dass wir jetzt Orange mit benutzen und keine Hörnchenform, sondern Taler. Und dadurch, dass wir das gleich einfach auf den gehobelten Mandeln wälzen und rollen, kann man das dann auch super gut verarbeiten, obwohl das recht klebrig ist. Ein paar gehobelte Mandeln werden dann einfach auf der Arbeitsplatte verteilt und die Marzipanmasse darauf dann einfach zu einer langen Rolle gerollt. Von der Rolle können wir jetzt Stückchen abstechen und die Stückchen formen, wie wir möchten. Ich mache jetzt einfach kleine Kugeln und rolle das Ganze auch nochmal in etwas gehobelten Mandeln und drücke die Kugeln einfach platt und dann habe ich kleine Taler. Bei den Mandelhörnchen rollen wir die nochmal und formen dann einfach Hörnchen. Man kann auch Stangen machen, was man möchte. Die leckeren Orangen-Marzipan-Plätzchen sind jetzt fertig und kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 10 bis 12 Minuten. Einfach schön hell backen und aufpassen, dass sie nicht zu dunkel werden. Und das Makronengebäck backe ich bei offenem Zug. Das heißt, ich stecke einfach den Stiel von einem Kochlöffel in die Backofentür und so kann die Feuchtigkeit aus dem Backofen entweichen. Die Orangen-Marzipan-Plätzchen habe ich nach dem Backen einfach vollständig abkühlen lassen und jetzt hier schon die dunkle Kuvertüre temperiert, damit wir die Plätzchen jetzt noch mit der dunklen Schokolade überziehen können oder beziehungsweise zu einem Drittel eintunken können, denn Orange, Marzipan und Schokolade passen wirklich super zusammen. Und eigentlich sind diese Plätzchen die Gebäckversion von den Orangen-Marzipan-Pralinen, die wir mit dem Konditormeister Christopher Bayer bei der Hessen-Praline mal gemacht haben. Also wer die Kombination mag, Gebäck oder Praline. Ich überziehe hier jetzt noch die restlichen Plätzchen mit der Schokolade und ihr solltet auf jeden Fall nicht vergessen, das Video zu kommentieren mit Hashtag FOAK2020, um an der Verlosung teilzunehmen und schaut euch auf jeden Fall auch die restlichen Videos vom Food Adventskalender an, denn jeden Tag gibt es etwas zu gewinnen und richtig tolle Rezeptvideos und die nächsten Rezepte sind jetzt auch in der Endcard verlinkt. Tschüss!